Farim, der Fischer, hat ein Problem mit der Miliz. Sie nehmen ihm mehr Fische ab, als er zum Leben braucht. Ich soll jemanden bei der Miliz finden, der Einfluss auf die Paladine hat, der ihm helfen kann. Ja, und somit begrüße ich euch zur nächsten Folge, zu einer weiteren Folge. Nacht des Raben, Gothic 2 in der Nostalgic Edition 1.2. Ja, wir haben versucht, mit Alric zu kämpfen. Ist das oben Textur oder liegt das auf dem... Ach je, das Dach habe ich noch gar nicht abgegrast. Also, Pech hat's hier. Gut. Wir haben versucht, gegen Alric zu kämpfen. Ich habe es auch versucht, aber mit dem Knüppel habe ich nichts erreichen können. Und habe ihm dann trotzdem sein Schwertchen genommen, gegeben, das ich dann von Iora erworben bzw. kostenlos bekommen habe. Als kleine Belohnung, dass ich dem Dieb gestellt hatte. Wegen der 50 Goldstücke. Und jetzt soll ich jemanden von der Miliz finden, der Farim hilft. Ich soll dem... Von der Miliz. Ja, von der Miliz. Da fällt mir als erstes Pablo ein. Und wo ist Pablo? Ich weiß meistens nicht, warum er sich so aufregt. Ist er hier im Gang. Nein, er stellt sich woanders hin. Warte mal. Wo hast du das denn schon? Okay. Was weißt du über die Banditen, die den Händler Harkon überfallen haben? Ach, die Sache. Hör bloß auf. Soviel wir wissen, gehen eine ganze Menge der Händlerüberfälle auf ihr Konto. Diese Ratten haben sich in ihrem Loch verkrochen und trauen sich nicht mehr raus. Einmal konnten wir sie aufspüren und verfolgen. Aber im Wald vor der Stadt haben wir die Verfolgung abgebrochen. Da treiben sich zu viele Viecher rum. Das ist viel zu gefährlich. Aber da ist noch eine Sache. Ein paar der gestohlenen Waren sind in Korinis aufgetaucht. Das heißt, Sie wissen, wie Sie die Ware in die Stadt bringen und sie verkaufen können. Ja, wir vermuten, dass Sie einen Hehler in der Stadt sitzen haben. Aber bisher ist es uns nicht gelungen, den Kerl zu erwischen. Falls du in der Sache was rauskriegen solltest, bei Lord André gibt's ein schönes Kopfgeld für den Hehler. Aha. Ja gut, okay, das war noch eine andere Sache. Vom Wald. Tja. Dann werde ich mal gucken. Ach ja, erstmal ins Logbuch. Hab ich ja hier schon vorgelesen eben. Ne? Ja, wen finde ich denn jetzt so von der Miliz? Sprach Adanos zu seinen Brüdern. Nie mehr sollt ihr mein Land betreten. Wen könnten wir da nehmen? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Gucken wir mal erstmal. Ich gehe mal hier hoch. Zur Kaserne. Vielleicht Wulfgar. War er das überhaupt? Ja. Wo liegt der Vorteil für einen 1-2-Handwaffen? Womit sollte ich beginnen mit einer 1-2-Handwaffen? Lass uns mit dem Training beginnen. Ja, Moment mal, kann ich eigentlich... Lass uns mit dem Training beginnen. Einhandwaffen 5. Ich habe noch 5. Soll ich das machen? Nee. Ich muss in Geschick noch arbeiten. So. Nee, der gibt mir keine Ratschläge. Dann gehen wir mal hier zu Lord André. Gut, dass du kommst. Du wirst des Diebstahls bezichtigt. Es gibt was? Zeit. Ich werde so ein Verhalten in der Stadt nicht dulden. Du wirst eine Strafe zahlen müssen, um dein Verbrechen wieder gut zu machen. Wie viel? 50 Goldstücke. Jetzt bin ich baff. Ich habe nicht genug Gold. Dann sieh zu, dass du das Gold so schnell wie möglich beschaffst. Und ich warne dich. Wenn du dir noch was zu Schulden kommen lässt, wird die Sache noch schlimmer für dich. Ja, ich weiß. Ich habe beim Schäfer und seine Frau die Wurst und sowas geklaut, um den Vergessenspruch auszuprobieren. Ja, habe ich denn überhaupt 50 Gold? Oh, ich hab doch Gold. Ja gut, okay, muss ich halt eben meine Strafe zahlen. Bist du gekommen, um deine Strafe zu zahlen? Ja, André. Ich will die Strafe zahlen. Gut. Ich werde dafür sorgen, dass es jeder in der Stadt erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Okay. Gucken, gibt's hier was? Wegen der Diebesgilde. Ja. Ja, gut. Okay. Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich. Ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Kopfgeld für die Verbrecher kassieren? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Gibt's noch nix. Okay. Stadtwache. Wen könnte ich denn bei der Miliz irgendwie
finden, wegen Farims Fische, die immer weggenommen werden. Wer ist das? Wolfgar? Da hinten ist noch einer, ich weiß. Ruger. Hey. Nee. Der trainiert nur. Oh, Leute. Müsste einen von der Miliz finden. Da komme ich doch noch gar nicht hin, vielleicht ist er im oberen Viertel. Ha, 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 ha. Dann hat sich die Sache erledigt, oder was? Vielleicht Ulf. Ulf. Hey, du. Ach ja, wollen wir das machen? Wollen wir zum Kloster gehen? Das ist ja in den ersten Folgen gewesen. Ich bin am Überlegen. Wollen wir ein neues Abenteuer mit dem Kloster und sowas? Dann kriegen wir auch ein bisschen Erfahrung, wenn er für uns dann die Viecher auf dem Weg da zusammenknallt. Ach ja, bring mich zum Kloster. Also, speichere ich erstmal ab. Ja, und zwar hier. LP2. Ja, dann hey, machen wir. Du. Dann machen wir diese Erfahrung. Dann machen wir mal ein Abenteuer. Das klösterliche Abenteuer. Bring mich zum Kloster. Vergiss es. Weißt du, wie viel Viechern ich auf dem Weg ausgewichen bin? Oh. Wenn ich an diese ganzen Blutfliegen, Wölfe und Goblins denke, dann bin ich froh, dass ich nicht mehr weg muss. Außerdem kannst du eh nicht ins Kloster. Warum nicht? Der Zugang ist nur den Magiern, Paladinen und Novizen erlaubt. Oh, na toll. Wie kann ich Novize werden? Wenn ein Mann den tiefen Wunsch verspürt. Hey, sag mir einfach nur, was die Bedingungen sind. Du brauchst die Gaben. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Ja, ja, toll. Wo soll ich denn so viel Geld hernehmen? Wo soll ich so viel Gold hernehmen? Da du offensichtlich niemanden kennst, der das mal eben für dich bezahlt, musst du halt arbeiten gehen. Naja, und woher kriege ich ein Schaf, du Heinz? Woher kriege ich ein Schaf? Von den Bauern natürlich. Aber umsonst wirst du das nicht bekommen. Oh, Leute, Leute, jetzt habe ich mich so gefreut und ihr euch wahrscheinlich auch, dass ich mit ihm zum Kloster wandern könnte. Das hat also nicht geklappt. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Jeder Bewohner der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Ork-Angriffs entsprechend... Halt die Klappe da! Jeder bin hat sauer. Sich sofort in den Fertigkeiten des Mann. Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Markt, Matt, Zures, Baltram. Er arbeitet auch den. Ah, den Rengaro, der nervt mich auch noch. Ja, vielleicht weißt das du was. Ist ja schrecklich. Erzähl mir von Innos, erzähl mir was über das Kloster, ich möchte spenden das und tschüss. Ich bin echt noch so geplättet, ey. Ich hab mich so auf die Vorfreude und überhaupt. Mal gucken, was unser Mika sagt. Mika! Hey, du! Ich hab's mir überlegt, ich zahle dir 10 Goldmünzen. Ja, für was denn? Ja, mach ich mal. Ich hab's mir überlegt. Ich zahle dir die 10 Goldmünzen. Wunderbar. Lieber spät als nie. Genau. Und nun? Und nun brauche ich deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Wenn's unbedingt sein muss, was ist los? Aha. Der Bauer Akil wird von Söldnern angegriffen. Ich werde von Monstern angegriffen. Ich werde von Banditen verfolgt. Da kann ich mir so einiges aussuchen. Wieso habe ich vorher nicht abgespeichert, ich Seppel? Der Bauer Akil wird von Söldnern angegriffen. Aha. Was? Das Lumpenpack treibt sich auf Akils Hof herum? Dann lass uns keine Zeit verlieren. Folge mir! Ja, 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 ja. Endlich, endlich Adventure. Abenteuer. Komm her, Mistvieh. Super geil. Ja, mach mal hier die. Nein, nicht mich. Sehr gut. So, auf dem Weg kann ich auch gleichzeitig schon die Wolfsfälle abziehen für Bospa. Nicht mich. Mika da hinten bitte sehr. Ja. Jawohl. Los, Mika, mach den platt da. Sehr gut. Oh, also so habe ich Gothic 2 die Nacht des Raben nie gespielt. Weil ich habe einmal alles im Alleingang gemacht. Früher. Oh, schön. Oh.
Ja, bitte schreibt mal in die Kommentare, ob mir das nur so auffällt oder ob das... Komm her, Mistvieh! Feuerwurzel. Ob diese Stöhnen, das Stöhnen der Angegriffenen oder die ich angreife, jetzt nochmal zu Mika hin. Ja, jetzt ist die Ratte natürlich kaputt. Ob das Stöhnen auch neu ist, weil ich kann mich da nicht so dran erinnern. Ich werde hier später mich umgucken, nachdem der Weg hier von Mika gereinigt worden ist. Ja, das ist wieder ein Wolf, ne? Ne, es war eine Ratte. Fisch, ach, ein Goblin war das. Nichts zu holen. Mensch, wieso läuft denn der so weit weg? Alter, stoppt der nicht? Der muss doch irgendwann mal stoppen. Ja, das ist ja ein Heinz. Was ist mit der KI los hier? Der läuft. Na, jetzt ist er an seinem Endpunkt. Ich hätte das nicht gemacht. Okay. Jetzt pass mal auf, wie das geht. Das hätte ich dir. Ich bin gespannt. Das war's für dich. Innos sei Dank. Ich dachte schon, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Noch nicht mal Gold. Mein Name ist Aki. Ich bin der Bauer dieses bescheidenen Stück Landes hier. Was waren das für Kerle? Das waren Söldner von Onas Hof. Was anderes als Plündern und Morden kennen diese Bastarde nicht. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Nun, ich danke Innos, dass es nicht so weit gekommen ist. Sag mir, was ich für dich tun kann. Ja, ich bin jetzt fasziniert. Ich habe mal eben einen Schluck Kaffee getrunken. Wie wäre es mit ein paar Goldstücken oder nichts? Hauptsache, ihr habt die Sache gut überstanden. Ach ja. Wie wäre es mit ein paar Goldstücken? Wäre nicht schlecht. Da muss ich dich leider enttäuschen. Wir sind arme Bauern. Ja. Es reicht gerade zum Überleben. Alles, was ich dir anbieten kann, ist eine Mahlzeit. Geh zu Kati und lass dich von ihr versorgen. Oh, Kati hört sich gut an. So, hast du etwas über vermisste Bürger gehört? Ja, fragen wir erstmal, was wollten die Söldner von dir? Was wollten die Söldner von dir? Weißt du das nicht? Ona, der Großbauer, hat sie angeworben. Sie bewachen seinen Hof und treiben für ihn die Pacht ein. Das heißt, sie ziehen von Hof zu Hof und nehmen sich, was sie wollen. Und wer nicht zahlen kann, der kriegt ihren Stahl zu spüren. Ja, richtig. Hast du etwas über vermisste Bürger gehört? Du machst mir Spaß. Gehört, meinst du? Mir selbst fehlen einige meiner Leute. Tonak und Telbo haben bis vor 3 Tagen noch auf meinen Feldern gearbeitet. Und ich weiß genau, dass sie nicht einfach so sang- und klanglos den Hof verlassen würden. Trotzdem sind sie einfach verschwunden und niemand kann mir sagen, was mit ihnen passiert ist. Wenn du ein Lebenszeichen von ihnen finden solltest, dann sagst du mir doch Bescheid, ja? Ja, ja. Du kennst dich doch in der Gegend aus. Klar. Was willst du wissen? Ja, wo finde ich denn den Hof von Ona? Wo finde ich den Hof von Ona? Geh einfach wieder die Steinstufen runter und folge dem Weg weiter nach Osten. Irgendwann kommt eine Taverne. Da gehst du weiter nach Osten, bis du zu den großen Feldern kommst. Da lungern dann schon die Söldner rum. Ja, soll ich das überspringen oder lasse ich einfach mal labern? Ich glaube ja. Was ist das für eine Taverne im Osten? Frag mal Randolph. Er weiß mehr darüber als ich. Er war schon ein paar Mal dort. Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Was finde ich in dem Wald hinter deinem Hof? Da gibt's nur jede Menge Monster. Wobei die Wölfe noch die ungefährlichsten sind. Ach ja. Angeblich sollen da auch noch ein paar Banditen ihre Höhle haben. Na, meinen Hof haben sie bis jetzt in Ruhe gelassen. Okay. Ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. Ach ja. So, natürlich sind die jetzt schon... Alvarez heißt der. Ah, habt ihr überhaupt Gold? Nur Goldbrocken. Die Waffe und das Gold ist natürlich von den anderen beraubt worden. Grober Zweihänder. Moment mal, dann müsste hier noch auch was liegen. Der wird ja nicht nur mit bloßen Fäusten zugeschlagen haben. Nee, das hat jemand eingesteckt. Engardo. Ja, tolle Nummer, Apfel. Engardo. Servus, grüß dich, Engardo. Kommst du aus Spanien, oder was?
Omega. So. Die Geschichte hat sich wohl erledigt. Ich gehe dann mal. Warte mal. Okay. Ich könnte noch mal seine Hilfe gebrauchen. Aber erst abspeichern. Ach ja. Vielleicht geht's dann lustigst weiter. Und ich bin ja eine Stufe gestiegen. Wie cool ist das denn? Warte mal. Ich brauche deine Hilfe. Wenn's unbedingt sein muss. Was ist denn los? Ich werde vom Monster angegriffen. Ich werde von Banditen verfolgt. Eigentlich nicht so logisch, oder? Ich werde von Monstern angegriffen. Im Moment sehe ich aber gar keine Monster. Das bildest du dir sicher bloß ein. Warte mal. Ich wette, dann kommt dann auch für die Banditen das. Wenn's unbedingt sein muss. Was ist los? Ich werde von Banditen verfolgt. Tatsächlich? Wo sind sie denn? Wenn du verfolgt wirst, müsste ich doch wenigstens einen von ihnen sehen, oder? Ja, okidoki. Ja, herrlich. So, ich sollte noch jemanden fragen. Randolph, war das? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Ja, mir geht's gut. Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Du kommst nicht aus der Gegend, richtig? Ich komme von den südlichen Inseln. Irgendwann hieß es, sie bräuchten Leute in Korinis, wegen dem magischen Erz. Aber als ich ankam, war da diese riesige Barriere. Und da wollte ich nicht rein. Ich habe dann angefangen, im Hafen zu arbeiten. Nun, seitdem keine Schiffe mehr kommen, bin ich halt zu Akir gegangen. Naja, ich habe schon schlechtere Jobs gemacht. Du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. Ja, was denn da? Weswegen eigentlich, hä? Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gewettet. Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. Ah ja. Und gegen wen bist du denn angetreten? Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal geschlagen. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um nochmal gegen ihn anzutreten. Aha. Ja, und gucken wir uns erstmal auf Akils Hof ein bisschen um. Ich sollte ja noch was zu essen abholen. Bei der Kati. Ach, Kati, das ist ein schöner Name, finde ich. Yes. Ach, das ist ja Akil. Haben wir Akil? Ja, Akil, Akil. Ich muss gehen. Ja. Mach's gut. Ja, genau. Oh Gott, ich und mein Merkverzeichnis auf der Festplatte im Kopf. Moment. Nee. Mich ist weg. Und? Rot ist weg. Kati. Hey. Bist du in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Danke. Warum wehrt ihr euch nicht gegen Onas Unterdrückung? Wir stadtnahen Bauern sind besser beraten, uns mit der Miliz der Stadt gutzustellen, als auf Onas Söldner zu bauen. Es gibt da aber auch noch Benga und Sekob, die lieber ihren Hof aufgeben würden, als für den König zu arbeiten. Aha. Wo finde ich die Höfe von Benga und Sekob? Sie sind nicht weit vom Hofe des Großbauern entfernt. Geh weiter nach Osten. Dort wirst du sie finden. Oh, habt ihr nie daran gedacht, hier wegzugehen? Aus diesem Teil des Landes kommt man nicht so einfach weg. Das ganze Land ist umschlossen von einer hohen Felskette, die unüberwindlich ist. Die beiden einzigen Wege von hier fort sind der Pass ins alte Minental und der Hafen. Da wir uns die Überfahrt mit dem Schiff nicht leisten können und das Minental ein Land ohne Wiederkehr ist, werden wir hier bleiben müssen. Ja, und außerdem habt ihr einen schönen Hof hier. Den würde ich auch nicht verlassen. So, Akil meinte, du hättest eine Mahlzeit für mich. Richtig, deswegen bin ich auch ursprünglich gekommen. Es sind schwere Zeiten für uns angebrochen, seit die Barriere nicht mehr da ist und das Land unsicher geworden ist. Hier hast du einen Laib Brot, etwas Fleisch und einen Schluck Wasser. Mehr kann ich leider nicht entbehren.
Ja, danke dir. Was weißt du über den Pass? Ich bin selbst noch nie dort gewesen. Er muss aber irgendwo bei Bengars Hof auf dem Weidenplateau sein. Ja, wir wissen natürlich, wo das Weidenplateau ist. Pass auf deinen Mann auf. Ich werde mich bemühen. Schön, 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 schön. Okay. Speichern. So, dann gucken wir uns nochmal hier ein bisschen um. Hier gibt's eine Truhe. Hier gibt's ein Bett. Und eine Nachttischlampe in Form einer Kerze. Ach, da kann ich einfach so ran. Also sehr gut. Ey, Alter, was habe ich denn jetzt für lustige Waffen hier im Inventar? Grober Zweihänder. Ja, hey, hallo, klar, kriege ich ja natürlich nicht hin. Ist doch logisch. Und draußen regnet es immer noch. Ja. Das wird wahrscheinlich nur Grober sein. Enim. Hey, du. Wer bist du? Mein Name ist Enim. Ich bin einer der Feldarbeiter. Und die halbe Portion da drüben ist mein Bruder Egil. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren für Arkhil hier auf dem Hof. Und die Leute Feldarbeit? Wie läuft die Feldarbeit? Willst du mithelfen? Da hinten steht noch eine Hacke. Schnapp sie dir und dann ab aufs Feld. Du musst nur aufpassen, dass die Feldräuber dich nicht überraschen. Die reißen dir mit einem Bissen glatt den Arm ab. Oh, 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 oh. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Ich habe schon viele von ihnen erschlagen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Das Dumme ist nur, sie kommen immer wieder. Ja, und was heißt das wohl? Wir müssen die Feldräuber erledigen. Die Feldläubel. So, das ist Egil, ne? Egil. Was ein Name, Egil. Wie sieht's aus? Schon lange keinen Fremden mehr auf unserem Land gesehen, der uns nicht gleich die Haut abziehen will. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht bei dir getäuscht. Ich bin Egil. Und der komische Vogel dort drüben ist mein Bruder Enim. Die sind sich selber nicht ganz weiß, ne? Wie läuft die Feldarbeit? Bestens, wenn diese elenden Feldräuber nicht ständig unsere Ernte vernichten würden. Ah ja. Warum unternimmst du nichts gegen die Feldräuber? Du machst mir Spaß. Seit ich hier auf diesem Hof bin, habe ich schon unzählige dieser Viecher erledigt. Es kommen aber leider immer wieder neue. Ach, bei dir auch? Das ist ja interessant. Dein Bruder erzählt etwas Ähnliches. Aha, was denn genau? Dass er auch schon viele Feldräuber zur Strecke gebracht hat. Was? Der Blindgänger findet doch noch nicht mal allein nach Hause. Sag ihm, er soll man nicht so aufschneiden. Oh weia. Erinnert mich an Hinz und Kunz. Hey, du. Dein Bruder hält dich für einen Aufschneider. Was? Er wagt es tatsächlich, sowas zu sagen? Er soll bloß aufpassen, dass ich ihm nicht das Fell über die Ohren ziehe. Geh hin und sag ihm das. Ja, bin ich hier doof? Bin ich hier der blöde Vermittler von Beleidigungen oder was? Hey. Enim ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiße ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Ach ja, warum wusste ich das, dass ich ihm das sagen muss? Hey, du. Genau. Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Dreckskerl gibt nicht nach. Hab ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Genau. Macht auch, was ihr wollt, oder sag es ihm doch selbst. Sag es ihm doch selbst. Das werde ich auch. Oh, 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 oh. Scheiße. Was soll denn das? Brüderlicher Kampf. Ja, er hat auch noch Gebrüder oder Geschwister, die sich so fetzen, mit der Sichel aufeinander losgehen. Ganz aus Ego-Perspektive. Na, da ist ja nicht mal viel. Na, ich will. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Gold dabei, richtig. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Ah, gut, okay, die Sichel ist jetzt weg. So, Egil. Warte mal. Was soll denn das? Hast du nicht genug Schaden angerichtet? Ich finde, du solltest jetzt gehen. Ach du Scheiße.
mein Schädel. Warte mal. Willst du noch mehr Ärger anzetteln? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ach, du liebes Bisschen, das war jetzt nicht gut, glaube ich, was? Oh. Okay, abgespeichert dazwischendurch habe ich nicht. Oh, ich habe jetzt Ärger angezettelt, das wollte ich jetzt nicht. Gucken, Akil. Nee. Ich muss gehen. Ja, mach's schön. Gut. Ich wünschte... Ja, kennen wir. Oh, ich bin wieder enttäuscht. Was können wir hier denn finden? Aber auch Akil kann hier Holz fällen. Schön. Gucken wir mal. Finden wir dann hier in der Nähe Feldräuberches? Von denen gequatscht wird. Und ist die Quest im Arsch? Das frage ich mich jetzt auch nochmal. Erfüllte Mission der Irre Fellern. Gescheiterte Mission. Kann das ein dreister Dieb? Ach, der ist auch gescheitert, der dreiste Dieb. Das war mit Rengaru. Oder Ruka? Nee, Rengaru war's. Ja. Ich glaube, ich hab's wieder verbockt. Pflanze. Ja, ich habe ja diese Quest ja nicht gekriegt. Diese Feldräuber-Quest. Jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Gibt irgendwas mit einer Taverne. Wollen wir da mal hin zur Taverne? Mal gucken, das ist doch bestimmt ausgeschildert hier. Am Handweiser, genau richtig. Ach, die Brücke. Ach, du liebes Bisschen. Was ist denn da los? Hallo? Was ist denn das für ein Konvent? Jetzt bist du dran. Ach so, das sind die Banditen. Ja, schön. Oh Gott, und mit Pfeilbogen sind sie am Flitzen. Ach, das ist natürlich jetzt doof. Ich gehe den gleichen Weg wieder zurück. Zu Corines. Von dem ich gekommen bin. Wo war denn das? Igil? Ist hier runter. Genau. Ein bisschen Sachen sammeln. Oder auch looten genannt. Ah, da hinten sehe ich wieder was. Ein paar Wolfsfälle habe ich. Ich glaube, ich gehe hier am besten nicht weiter rein. Weil da habe ich noch ein bisschen Muffe. Oh, ich bin, glaube ich, in einer ganz falschen Richtung. Kann das sein? Da habe ich mich verlaufen. Wo ist der nächste Handweiser? Sollte doch hier ein Handweiser sein. Da ist ein Handweiser, sehr gut. Also neumodisch auch Schild genannt. Ja, okay. Aber wieso, das ist doch der Weg. Ja, da hinten ist ja Corines. Ah, wir sind ja hier. Oh nee, ich dachte, da wäre die Treppe. Ah, hier ist die Treppe. Okay, die Treppe ist hier. Und es wird dunkel. Wollte ich nochmal gucken, ob es hier was gibt. Nein. Butlerfleisch, sehr gut. Ah, wollte mal noch so ein paar Special Kräuter finden für Constantino. Weltknöterich habe ich jetzt, aber ich habe noch keine Drachenwurzel gefunden. Wer kann mir helfen, eine Drachenwurzel hier in der Nähe zu finden? Das würde mir sehr helfen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen bei dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich sammle noch ein bisschen Kräuter. Rundstöcke, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich habe die Liste fertig. Ja, und gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare und ich werde dann weitermachen mit der 1.2 Version. Wie eingangs auch erwähnt, ist mir das nie so ganz geheuer. Auch dieser Weg hier irgendwie nicht.
Da, da ist er, Mika, wieder. Ja, und da muss ich auch mal zusehen, dass ich Fari mal helfen kann wegen dem Fisch. Mika, was gibt's Neues? Ja, okay. Das kennen wir schon. Ja, liebe Leute, bis hierhin. Ich bedanke mich für euer Zusehen und sage in diesem Sinne Tschüss.